die Deutsche Forschungsgemeinschaft jährlich ihre Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preise vergibt, findet das große öffentliche Aufmerksamkeit. Mit diesem renommierten und höchst dotierten deutschen Förderpreis werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgezeichnet, die auf ihren jeweiligen Fachgebieten Spitzenleistungen hervorgebracht haben. Der Preis, in der Regel 3 Millionen Mark, soll ihre Arbeitsbedingungen verbessern und ihre Forschungsmöglichkeiten erweitern. Er gibt ihnen für einen Zeitraum von 5 Jahren Planungssicherheit für ihre Projekte, erlaubt es, qualifizierten Nachwuchs einzubinden und entlastet sie von Verwaltungsarbeit. Ein Programm, das seit 1985 seinen festen Platz im Repertoire der DFG hat. 1920 gegründet als Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, ist die DFG die größte deutsche Forschungsförderungsorganisation und damit die wichtigste Stütze der Grundlagenforschung. Bei der Jahresversammlung zum Auftakt des neuen Jahrhunderts im Bremer Rathaus formulierte Präsident Professor Ernst Ludwig Winacker ihren Anspruch. Nun, was ist die DFG? DFG ist die zentrale Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft in Deutschland. Jeder promovierte Wissenschaftler kann bei ihr einen Antrag auf Forschungsförderung stellen. Und ihr Markenzeichen ist die Qualität der Förderung, die ihre Arbeit zum nationalen wie internationalen Goldstandard macht. Für Forschung und Entwicklung in Deutschland werden pro Jahr mehr als 90 Milliarden aufgewendet. Davon entfallen 2/3 auf die deutsche Wirtschaft. Der Rest kommt aus den öffentlichen Haushalten von Bund und Ländern. Als gemeinsame Zuwendung von Bund und Ländern erhält die DFG derzeit jährlich mehr als 2 Milliarden. Gemessen am Gesamtvolumen ist das ein zwar kleiner, aber eminent wichtiger Beitrag zur Spitzenförderung an den Hochschulen. Davon bewilligt die DFG je 1/4 für die Förderung von Projekten in den Ingenieur- und Naturwissenschaften. Ein knappes 1/5 kommt den Geisteswissenschaften zugute, ungefähr 1/3 den Biowissenschaften. Die Sonderforschungsbereiche, zurzeit fast 300, sind das wichtigste Instrument der DFG zur Unterstützung von neuen Strukturen und Kooperationen an den Universitäten. Beispiel Jena. Hier arbeitet unter Leitung der jungen Biochemikerin Anne Ulrich ein internationales Team von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen in einem Sonderforschungsbereich auf dem spannenden und zukunftsträchtigen Gebiet der Membranbiochemie. Ihr Haustier, der Seeigel. Der Seeigel ist ein beliebtes Haustier für Befruchtungsforscher. Schon seit 100 Jahren ließen sich ja die Spermien und Eizellen unter dem Mikroskop beobachten. Und daher weiß man sehr viel über die entsprechenden Moleküle. Und für uns stellen die Seeigelproteine, die wir hier beobachten, ein Modellsystem dar für allgemeine Fusionsvorgänge, die eventuell auch im Menschen ihre Analogie finden. Dabei brauchen die Jenaer Forscher heute keine Seeigel mehr zu schlachten. Sie züchten die gewünschten Proteine einfach in Bakterienkulturen. Frage: Wie schaffen es die Zellen eines Organismus, sich einerseits nach außen abzuschotten, andererseits bestimmte Substanzen hineinzulassen? Bei der Seeigelbefruchtung ist es ein Protein namens Bindin, das eine Schlüsselrolle bei der Zellverschmelzung spielt. Unser spezielles Interesse richtet sich nun auf ein Befruchtungsprotein, was die Membranfusion zwischen Spermium und Eizelle einleitet. Denn wir hoffen, aus diesem Modellprotein herleiten zu können, wie auch andere Fusionsprozesse im Körper stattfinden. Wenn zum Beispiel ein Virus in eine Zelle eindringt oder wenn man auch für die Gentherapie DNA oder Wirkstoffe in eine Zelle hineinschmuggeln möchte, das kann man alles über einen Fusionsprozess bewerkstelligen, der zwischen Lipidmembranen stattfindet. An den Ergebnissen dieser Grundlagenforschung ist die Pharmaindustrie brennend interessiert. Es ist zwar noch Zukunftsmusik, aber wenn es gelingt, die Fusionsprozesse aufzuklären, könnte man Wirkstoffe oder Gene in Zellen einschleusen oder umgekehrt das Eindringen von krankheitserregenden Viren blockieren. Wenn wir die grundlegenden Mechanismen der Membranfusion besser verstehen, dann wäre es durchaus denkbar, dass sich damit auch Arzneimittel entwickeln lassen. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass man die Befruchtung dadurch unterbindet, dass man die Fusion zwischen Spermium und Eizelle blockiert. Oder man könnte auch das Eindringen eines Virus in eine Wirtszelle blockieren, indem man die Membranfusion stoppt.
Und wenn wir umgekehrt in der Lage sind, eine Membranfusion gezielt hervorzurufen, dann wäre es denkbar, dass man zum Beispiel Arzneimittel oder auch Stücke von DNA gezielt in eine Zelle einschleusen kann, indem man sie mit Lipid umhüllt und dann die Fusion in Kraft treten lässt. Für ihre Experimente steht Anne Ulrich und ihrem Team hochkarätiges Gerät zur Verfügung. Ein sogenanntes Festkörper-NMR-Spektrometer. Von diesem Typ gibt es für die biologische Forschung sonst kaum vergleichbare Exemplare in Deutschland. Nicht zuletzt wegen dieser einzigartigen technischen Ausstattung ist das Jenaer Institut für Molekularbiologie auch eine besondere Attraktion für junge Forscher aus dem Ausland. Und Englisch ihre selbstverständliche Umgangssprache. Was Anne Ulrich am Standort Jena außerdem schätzt: Wir sind in der Lage, unsere eigenen Forschungsprojekte auszuarbeiten, unsere Gelder zu verwalten. Und ich denke, die Freiheit ist in dem traditionellen, hierarchischen deutschen Unisystem noch nicht sehr tief verankert. Die DFG fördert zwar in erster Linie Grundlagenforschung, aber sie versucht auch, vor allem in den Ingenieurwissenschaften, den Transfer zwischen Forschung, Entwicklung und industrieller Nutzung zu intensivieren. Beispiel ein Projekt aus dem Schwerpunktprogramm Autonomes Laufen an der Technischen Universität München. Das ist Max, ein computergesteuerter sechsbeiniger Laufroboter. Dass er aussieht wie ein riesiges Insekt, ist kein Zufall. Sein Konstruktionsprinzip haben sich die Münchner Wissenschaftler von der Stabheuschrecke abgeguckt. Dass die Natur perfekter ist als ihre noch etwas unbeholfene Laufmaschine, geben sie neidvoll zu. In Konzeption und Realisierung steckt jahrelange Arbeit. Die ersten beiden Dissertationen haben das System von Null an, wenn man so will, realisiert. Die Konstruktionszeichnungen, die gesamte Elektronik, die zugehörigen Bussysteme. Wenn man die Werkstattarbeit noch dazu rechnet, mit Größenordnung anderthalb Jahre mit 3, 4 Mitarbeitern, so sind das nochmal 5 Mannjahre. Also um eine derartige Maschine zu realisieren, oder in dieser speziellen Maschine stecken Größenordnung 14, 15 Mannjahre. Der achtbeinige Bruder von Max heißt Moritz und wiegt 21 Kilo. Er kann sich in Rohren beliebiger Steigung sowohl horizontal wie vertikal fortbewegen. Ein robuster Prototyp, der als Rohrkrabbler überall dort eingesetzt werden könnte, wo Menschen nicht oder nur mühsam vorankommen. Bei der Sanierung von Abwassersystemen, in der Erdölindustrie, in Chemie- oder Atomanlagen, bei Tunnelbränden. Weil er sich wie ein Lebewesen auf Beinen fortbewegt, kann er wesentlich besser arbeiten als radgetriebene Systeme. Der Zweibeiner Johnny macht seine Laufversuche vorerst nur als Computermodell. Ja, wir streben an, in etwa mit 7,2 Kilometer pro Stunde laufen zu lassen. Das ist also so etwas zügiges Joggen. Also die primären Ziele muss man natürlich in der Grundlagenforschung sehen, aber die Ergebnisse, die man daraus gewinnt, werden dann auch in die Praxis umgesetzt, also beispielsweise im Bereich der Prothetik, wo es darum geht, Menschen zu unterstützen durch Robotersysteme oder auch als Haushaltshilfe oder ähnliche Roboter, die wahrscheinlich in der Zukunft unser tägliches Leben mitbestimmen werden. Organisiert und koordiniert wird die Arbeit der DFG von gut 600 Mitarbeitern in der Geschäftsstelle in Bonn. Von hier aus werden jährlich rund 10.000 neue Forschungsvorhaben aus allen Wissenschaftsgebieten in unterschiedlichen Verfahren gefördert, im Wettbewerb der besten Projekte, um die Leistungsfähigkeit der deutschen Forschung zu erhöhen. Hier gehen auch die Anträge ein, die auf ihre wissenschaftliche Qualität und Originalität überprüft werden. Mit großer Sorgfalt, denn schließlich sind es Steuergelder, die die DFG autonom verwaltet und verteilt. Kompetente Fachreferenten sind die ersten, auf deren Tisch ein Antrag zur Förderung landet. Merkblätter dafür können übrigens auch per Internet angefordert werden. Etwa 20.000 Anträge gehen pro Jahr ein. Aus ihnen müssen die besten ausgewählt werden. Weniger als die Hälfte bekommt schließlich grünes Licht. Die Fachreferenten sind verantwortlich für die Auswahl der Gutachter,
zur Vorbereitung der Entscheidungsvorschläge. Die wichtigsten unter ihnen sind die ehrenamtlichen Fachgutachter, die alle 4 Jahre von allen aktiven Forschern frei gewählt werden. Für jedes Fach werden in der Regel 2 in großen und forschungsintensiven Gebieten bis zu 10 Gutachtern gewählt. Sie tragen die Hauptlast der Verantwortung für die Auswahl der besten Projekte. Auf der Grundlage ihrer Empfehlungen hat schließlich der Hauptausschuss der DFG das letzte Wort über die Förderung von Forschungsvorhaben. Je nachdem werden in diesem Kollegialorgan der DFG, in dem Wissenschaftler und Vertreter der Geldgeber zusammenwirken, Anträge angenommen oder abgelehnt, sowohl für Einzelvorhaben wie für fachübergreifende Programme, die an den Hochschulen strukturbildenden Charakter haben. Das ist also ganz, der Antrag ist hervorragend geschrieben. Und sie ist enorm, auch enorm sprachbegabt, also das war wirklich eine Freude, diese Unterlagen durchzukommen. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Selbstverständlich ist mit der Bewilligung von Fördermitteln auch die Verpflichtung verbunden, über Fortschritte und Ergebnisse eines Projekts zu berichten. Da konnte schon so manche Erfolgsstory Schlagzeilen machen. Expeditionen ins Innere der Erde. Dafür haben sich die Wissenschaftler am Geo-Institut in Bayreuth gigantische tonnenschwere Hochdruckpressen bauen lassen. Eine in Europa einmalige Apparatur. Damit können sie simulieren, was im Bauch der Erde vor sich geht und Erklärungen liefern für bisher unverstandene Phänomene der Erdgeschichte. Ja, in diesem Labor versuchen wir, die Materialeigenschaften des Erdinnern zu erkunden. Man kann ja nur sehr begrenzt durch Bohrung in die Erde hineinkommen. 10 Kilometer ist etwa die Maximaltiefe, der Erdradius ist 6370 Kilometern und alles andere müssen wir uns indirekt erschließen. Wir tun das hier, indem wir die Materialeigenschaften der irdischen Materie unter den enormen Drücken und Temperaturen des Erdinnern untersuchen. Die Erde ist wie eine Zwiebel aus einzelnen Schalen aufgebaut. Ihre 70 Kilometer starke Kruste ist so dünn wie eine Briefmarke auf einem Fußball. Darunter in etwa 400 Kilometer Tiefe liegt der obere Erdmantel. Nach einer Übergangszone von 250 Kilometer Dicke folgt der untere Erdmantel. Der äußere Kern in 2900 Kilometer Tiefe besteht aus flüssigem Eisen, der innere Kern aus festem Eisen. Vorbereitungen für den Blick ins Innere der Erde. Winzige Gesteinsproben werden raffiniert präpariert und in einer würfelförmigen Zelle zusammengepackt. Eine Art Ofen, der sie auf Temperaturen bis zu 2800 Grad aufheizt. Damit wird die Hochdruckpresse bestückt, in der Drücke bis zu 2600 Bar, das 100.000-fache des Drucks in einem Autoreifen erzeugt werden. Bedingungen, wie sie etwa 700 Kilometer tief im Erdmantel vorkommen. Das Interesse der Forscher gilt den Verformungen und Umwandlungen, die das Material dabei durchgemacht hat. Die kleinen braunen Krümel verraten bei den anschließenden Untersuchungen unter hochempfindlichen Elektronenmikroskopen etwas über ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften, die typisch sind für die tieferen Schichten der Erde. Das Verständnis solcher Prozesse erlaubt die Rekonstruktion früherer Umweltbedingungen und damit Voraussagen für aktuelle und künftige Entwicklungen, wie zum Beispiel Klimaveränderungen, Vulkanausbrüche und Erdbeben. Die Vergangenheit ist der Schlüssel für die Zukunft. Erst wenn wir das Geschehen in der Erde und auf der Erde über die vergangenen Jahrmilliarden hinweg verstehen können, werden wir auch die Projektion in die Zukunft machen können. Bei Experimenten über den Wasseraustausch zwischen der Erdoberfläche und dem Erdinneren haben die Bayreuther Wissenschaftler zum Beispiel herausgefunden, dass entgegen bisherigen Annahmen der Erdmantel eine gewaltige Wassermenge aufnehmen kann. Unter dem Mikroskop lässt sich beobachten, dass Wasser in die Kristallstruktur eines Minerals eingebaut wird, wenn man es den hohen Druck- und Temperaturbedingungen aussetzt, wie sie in tieferen Erdschichten vorkommen. Ein Ergebnis, das erklären könnte, warum der Meeresspiegel in der Vergangenheit oft geschwankt hat. Besonderes Markenzeichen des Geo-Instituts ist seine Internationalität. Die Ausstattung hier ist weltweit einzigartig. Auch das Fachwissen der Leute, die hier arbeiten oder uns regelmäßig besuchen, ist Teil der Attraktivität. Forschung macht nicht an nationalen Grenzen halt. Es gehört zu den Prinzipien der DFG, auch die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit zu pflegen und zu fördern. Bilaterale Beziehungen zu 18 europäischen Ländern
und vertragliche Vereinbarungen und Absprachen mit Partnerorganisationen von 22 Ländern in Übersee schaffen ein dichtes Netz. Dabei ist und bleibt Nordamerika ein besonderer Magnet und Ziel der meisten Auslandsstipendiaten der DFG. Besonders erwähnenswert und ausbaufähig die neue Kooperation mit China. 1998 wurde im Beisein der Spitzen der DFG und ihrer chinesischen Kollegen der Grundstein gelegt zur Errichtung eines chinesisch-deutschen Zentrums für wissenschaftliche Zusammenarbeit und Forschungsförderung. Beide Seiten versprechen sich davon nicht nur einen regen Erfahrungsaustausch, sondern auch die Planung und Durchführung gemeinsamer wissenschaftlicher Projekte und den Austausch von Wissenschaftlern. Nach zweijähriger Bauzeit steht ein moderner Gebäudekomplex zur Verfügung, der diesen Anforderungen Rechnung trägt. Wofür Geld ausgegeben wird, muss sich sehen lassen können. Die Ausstellung damals in Europa dokumentiert jahrelange Arbeit eines Sonderforschungsbereichs der Universität Trier. Allzu oft war und ist das Verhältnis Wissenschaft und Öffentlichkeit eine Einbahnstraße, deren Öffnung von der Gnade oder der eher seltenen Bereitschaft der Wissenschaft abhängt, mit der Gesellschaft zu kommunizieren. Eine Ausstellung wie diese ermöglicht die Auseinandersetzung mit dem Thema. Sie stellt alle Beteiligten auf die gleiche Stufe und vermag daher zur Entspannung dieses Verhältnisses mehr beitragen als viele andere Versuche auf diesem doch eher verminten Gelände. 8 Beispiele zeigen Stationen der Entwicklung eines europäischen Kernraums zwischen Mars und Rhein. Beginnend im 4. und endend im 19. Jahrhundert wird über die Wurzeln einer gemeinsamen europäischen Kultur berichtet, über die von Kirche und Geistlichkeit geprägte Stadtentwicklung in Trier, über die Beziehungen von Juden und Christen im Mittelalter am Beispiel von Worms, über das Sprechen und Schreiben über die Grenzen hinweg, über Geld und Kredite, die Produktion und Handel, Politik und Kriege steuerten. Zur genauen Kursbestimmung mussten Geldwechsler die verschiedenen umlaufenden Münzen exakt abwiegen. Es gibt diese Spuren eines gemeinsamen Europas und es sind nicht Spuren einer verlorenen Zeit, sondern sie reichen bis in unsere Gegenwart. Mit Sicherheit wären ohne diese kulturellen Gemeinsamkeiten die heutigen Entwicklungen in Europa ja wohl auch kaum denkbar. Was die Papierproduktion im 15. und 16. Jahrhundert für die Entwicklung einer Medienlandschaft in Europa bedeutete, wie die Rivalität der Großmächte im 17. und 18. Jahrhundert zwischen Rhein- und Atlantikküste zahlreiche Festungsstädte, zum Beispiel Luxemburg, entstehen ließ, die zum Zankapfel der Großmächte im Kampf um die Vorherrschaft in Europa wurden, wie engagierte Frauen zur Verbesserung der Mädchenerziehung in Privatschulen und Orden neue Modelle entwickelten und Bildungsexport betrieben, wie im 18. Jahrhundert zwischen Maastricht, Lüttich und Aachen eine florierende regionale Tuchindustrie entstand. All das zeigt, dass ein Netzwerk von Menschen, Ideen und Gütern Grundlage war für das Europa von heute. Die Beratung von Parlamenten und Behörden in wissenschaftlichen Fragen ist neben der finanziellen Förderung von Forschungsvorhaben eine weitere zentrale Aufgabe der DFG. Ein wichtiges Feld ist zum Beispiel die Prüfung gesundheitsschädlicher Stoffe am Arbeitsplatz. Dazu veröffentlicht eine DFG-Kommission jährlich eine aktualisierte Liste. Von wachsender Bedeutung ist die Genforschung mit ihren Fortschritten und Risiken. Da stellt die DFG ihren wissenschaftlichen Sachverstand zur Verfügung, um Legislative und Exekutive in Grundsatzfragen zu beraten und bei Gesetzesvorhaben Empfehlungen zu geben. In eigener Sache lässt die DFG derzeit ihre Vergangenheit im Dritten Reich untersuchen. Willige Erfüllungsgehilfen des Führers und einer Wissenschaftspolitik im Dienst der Nationalsozialisten waren seit 1933 zwei ihrer Präsidenten, Johannes Stark und der SS-Brigadeführer Rudolf Menzel,
die sich im Haus der deutschen Forschung in Berlin weitgehend mit der völkischen Orientierung von Wissenschaft identifizierten. Die DFG wurde 1933 gleichgeschaltet, wie viele andere Organisationen auch. Und es wurden dann, wie die Zeiten schlimmer wurden, Richtung Weltkrieg, wurden im Namen der Wissenschaft und auch aufgrund von Projekten der DFG Verbrechen begangen, die heute alle bekannt geworden, fast alle bekannt sind, insbesondere im Umfeld der Medizin, im Umfeld der Humangenetik. Dass viele Wissenschaftler ihre im Dritten Reich begonnene Karriere nach 45 ungehindert fortsetzen konnten, hat Notker Hammerstein in seinem Buch zur DFG-Geschichte erwähnt. In diesem Buch wird unter anderem, abgesehen von diesen Verbrechen, die dort geschildert werden, wird klar, dass die Geschichte weitergeht. Dass es nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine Vielzahl von Personen gibt, die irgendwie plötzlich wieder berufen werden und in die Scientific Community eintreten und die dann auch mit Unterstützung der DFG unter anderem geforscht haben. Darüber wissen wir im Moment noch viel zu wenig und das werden wir aber aufklären. Gut gerüstet für die Aufgaben und Herausforderungen der Zukunft geht die DFG ins 21. Jahrhundert. Auch eine internationale Kommission hat ihre Arbeit insgesamt als vorbildlich bewertet. Ins Zentrum ihrer Bemühungen rückt sie verstärkt die Förderung des akademischen Nachwuchses. Sie will mehr ausländische Wissenschaftler an deutsche Hochschulen holen und künftig in ihrer Förderpraxis mehr eigene Prioritäten und Akzente setzen. Dabei bleibt ein Ziel unverändert: die Wahrung ihrer Autonomie.